Oh, ist 2 Level über mir. That's not the best. Ja, die holt mich natürlich, holt sie mich ein. Ja, ich habe ja auch nur 2er Boots. Sie hat ja schließlich Blades und 1er Boots. Das ist natürlich völlig legitim. Wie wär's denn hiermit? Das Video vom hydraulischen Pressenkanal. Was sagt er dazu? Titanium Armor mit der hydraulischen Presse. Ist das krank? Alter! Boah! Von was ist die Steel Armor da? Also von was ist das? Ist das dann einfach von Panzer oder was? Ja, okay, Panzerplatte. Panzerbeschichtung, alles klar. Ein massiver Block. Sag mal, ist die hydraulische Presse jedes Mal kaputt, wenn er die einsetzt? Also muss man dann immer das da neue, dieses Frontstück, oder kann man das irgendwie ausbeulen? Wir haben unser Game im Übrigen. Jetzt brauche ich aber eine Zündung hier auf dem Account. Wie diese Spitze einfach verschwindet. Geht die in das Metall oder ist die kaputt? Boah, ist die tanky. What? 450 Tonnen? Bruder! Jetzt muss ich aber mal kurz was fragen, ne? Wo wir gerade hier vorne sind. Wir sind ja alles hydraulische Pressenkonnoisseure, ne? Jetzt mal Hand aufs Herz. Findet ihr das nicht auch ein bisschen peinlich, dass der Videos macht und nur eine 450-Tonnen-Presse hat? Weiß nicht. Klar, ist durchgedrückt, ne? Und so, aber. Also, ich persönlich hätte eine bessere Presse erwartet. Also, muss ich ehrlich sagen, das ist also schon Schabernack hier. Na gut, jetzt habe ich fast fertig gegessen. Allerdings habe ich jetzt natürlich MR-Runen dabei gegen Midlane Irelia. Und das ist die Irelia von gerade eben. Ja, sorry Leute, jetzt geht's weiter mit League of Legends. Ich weiß, ja, aber ich muss meine Werbeunterbrechungen halt reinkriegen, wisst ihr? Ich muss meine Werbeunterbrechungen halt reinkriegen. Das gehört mir dazu, wisst ihr? Oh scheiße, ich spiele MR-Runen gegen Irelia. Das wird ein Desaster in der Mitte. Ich will das Ende erfahren. Ja, da musst du wohl auf den hydraulischen Pressenkanal gehen, wenn du das Ende sehen willst. Wir sehen doch nicht, Belike, mach die Presse wieder an. Schaxi, ist einfach nicht so hier. Jetzt gibt's eine schöne Runde mit Tristana Mede. Der Trainer ist der Timo von ihm hier. Das ist ein Timo Trainer mehr Two-Trick, das ein Stream-Sniper ist. Ich habe den Gefühl, jedes zweite Game auf dem Account. Den müssen wir echt mal davon climben, dem Kerl, weil der ist sehr, sehr nervig. Oh mein Gott, no. Glück, Mann. Ich glaube, ich muss da flashen. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich irgendwie einen Minion hätte killen können, hätte ich nicht flashen müssen. Ich glaube, ich krieg leider keinen Minion da. Das gewinnen. Sehr knapp. Das. Es ist tatsächlich knapper, als es, glaube ich, aussieht. Also, wir hätten das wahrscheinlich ganz knapp vielleicht manchmal gewinnen können. Da wären die Armor-Runden relativ handy gewesen. Na klar, ein bisschen gegreedet. Schön, dass dann. Aber das ist auch irgendwer Gutes, die Irelia tatsächlich. Also, die ist sehr, 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 sehr clean mechanisch. Die ganze Lane schon. Läuft bis jetzt heute super. Danke der Nachfrage dir. Absolut amazing. Wir haben endlich Challenger erreicht nach Korea. Ich habe so lange gebraucht. Ich war Challenger. Ich meine, Argorin war vor mir Challenger.
Könnt ihr euch das vorstellen? Und Tolkien war vor mir Challenger. Zwischendurch war Kami über mir. Kami! Ich kann nicht drüber reden, ne? Wie kann man seinen Ehering verlieren? Du kannst deinen Ehering relativ leicht verlieren, ne? Aber du kannst ihn ja nicht für alle Sachen anlassen, oder? Ich meine, also manchmal ziehst du den doch aus, damit er nicht kaputt geht. Oder zieht man den nie aus? Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht verheiratet. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du den also manchmal halt ausziehst. Vielleicht, wenn du so eine Toilette reinigst zum Beispiel. Man zieht ihn nie aus. Really? Wer von euch ist denn verheiratet im Chat? Und wer von euch ist geschieden? Und wer von euch ist Gamer? Relativ viele verheiratet, wait, what? Oh mein Gott. Diese Irelia, wer bist du, Irelia? Wer sind sie? Komplett am Smurm, Guckst du heute Asia Games? Ja, heute um, ich glaube um 2 oder 3 Uhr nachts ist das. Dafür werde ich extra wach bleiben, ja. Weil das ist das wichtige Game oder die wichtige Series und das ist ja auch so ein bisschen eine Vorentscheidung, ob Faker gedraftet wird oder nicht. Ich glaube, der kann da irgendwie Exemption bekommen, dann muss er nicht diesen Zivil- oder Militärdienst machen in Korea, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist heute Nacht, ist das. Gestern war auch schon gar nicht so uncool. Gestern war Saudi-Arabien gegen Korea und ich habe das saudi-arabische Team hat Nash gestealt. Die haben zwar in 20 Minuten verloren, aber die haben Nash gestealt und das war einfach... Oder die sind immer alle so glücklich, wenn sie gegen T1 spielen können. Und wisst ihr, wer auch bald gegen T1 spielen darf und glücklich sein wird? Oh, Baby. Gamer seit 14 bin, jetzt 45, 50 Jahre alt. Was? Gamer seit du 14 bist? Und jetzt bist du 45? Was hat man denn vor 30 Jahren gegamed? Actually, vor 30 Jahren bin ich ja auch gespawnt. Was haben wir denn... Also, mein Vater hat so Prince of Persia mit 4 FPS gespielt. Und solche Sachen. Diablo 1 kam dann irgendwann. Und wie heißen diese Space Invaders? Und dann gab es noch so ein Spiel, wo links und rechts zwei so Plattformen waren, die man hoch und runter bewegt hat. Wie hieß das denn? Ah, Banger Games tatsächlich. Unglaubliche Banger. Pong, ja, Pong, genau. Das Game läuft gar nicht so schlecht dafür, dass wir so ein terrible Matchup haben. Bin ich gedacht. Das ist entspannt. Scheint mir Blade zu greeden. Ich glaube, wir können halt nichts gegen die machen, oder? Vom Gefühl her. Die Hüpfer waren drauf und auch damaged uns. Das Origin noch gewonnen? Na klar. Okay. Das war Flash Ultimate. Wenn ich früher sie Auto-Ticke und Fleet bekomme, überlebe ich vielleicht. Ich glaube, sobald der Fleet-Block bei mir ist, hätte ich überlebt. Dann geht's wieder Prime League mit NNO Old. Ich glaube, das ist jetzt eine ganze Weile nicht, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das haben wir auch. Der Red Buff spawnt gleich. Da könnte man erstmal die Midwave einmal nehmen. Würde ich sagen. Oh, die ist 2 Level über mir. That's not the best. Ja, die holt mich natürlich, holt sie mich ein. Klar, ich habe ja auch nur 2er-Boots. Sie hat ja schließlich Blades und 1er-Boots. Natürlich völlig legitim. Genug Mana für Ult gehabt hätte, hätte ich die wenigstens noch killen können, da. Glückwunsch zur Challenger. Ey, danke dir, Smayer. Ja, sehr, sehr cool. Endlich hat's gereicht. Lang genug hat's gedauert. Sehr stark von ihr. Please. Please, Riven. Oh, Nutz. Uiuiui, wait, unsere Botlane stirbt? Das ist mal gar nicht gut. Ihr habt doch so gefeedet. Wie sterbt ihr denn jetzt plötzlich? Mm.
kriegen die oben? Kriegen die da oben auch? Fucking hell, mate. Überall die Saster her. Sag ich, wenn die Rippen da den Stun getroffen hätte, wäre ich glaube ich auch tot gewesen wieder, ja. Was ist das hier ab? Also als nächstes gehen wir BT oder Shield Wall? Und hier schon haben wir jemanden auf dem Kopf. Wir müssen ja sehr kreativ sein, wenn wir das Game holen wollen. Ist auf jeden Fall winnable, aber wir müssen kreativ sein. Wir müssen Leuten rigoros auf den Kopf hüpfen, auf jeden Fall. Der wäre zum Beispiel ganz gut. Vielleicht nicht damit rechnen, dass hier jemand drin steht. Schau. Oh, gut, dass jetzt die ganzen schlechten Games auf dem Account rausgehen. Meine Güte, sind das bittere Teams. Auf meinem hohen Account hatten wir zum Glück relativ solide Teams. Also die einzige Chance, das Game hier noch zu gewinnen, ist über Rage Split Push. Das Problem ist halt, welches Sidelane gewinnen wir? Dann gegen welchen den ihrer Champions? Das ist das große, große Problem. Ja, die haben halt Trinder und Irelia und sie haben Eve dazu. Das, was wir jetzt machen sollten, ist, glaube ich, Dazen und zusammen mit der Riven die Irelia töten. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Du und ich? Wenn wir jetzt noch einen kriegen können? Das kann auch so schon Nash, ne? Das kann hier Nash sein. Yes. Der ist unten, das heißt, Timmer ist oben, ne? Wir mit Tristana haben wir immer diese random Games. Das Game war turbolost. Es gab überhaupt keine Chance mehr zu gewinnen. Unser Toplaner wollte AFK gehen. Holy shit, Mann. Tja, ne? Und wer sagt jetzt, das ist eine gute Irelia? Ha? Das war unser erster Winner auf dem Account. Das war rough. Aber das war ein gutes Game. Aber wirklich ein gutes Game. Man kann sich richtig schön zurückarbeiten mit der Tristana im Late Game. Das ist AD Carry Scaling, ist so nice, Mann. Oh, dieser kleine Schimmer am Ende. Dieser kleine Schimmer am Ende. Das fühlt sich so fucking gut an. Das hat viel zu lang gedauert nach Korea. Aber jetzt sind wir wirklich durchmarschiert. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den anderen Account auch noch aus dieser Masterhölle rauskriegen. Beziehungsweise, jetzt bin ich ja wieder offiziell Challenger-Spieler. Das heißt, jetzt darf ich ja wieder ein bisschen, jetzt habe ich wieder ein bisschen Mitspracherecht. Jetzt können wir vielleicht noch ein entspanntes Projekt uns überlegen, bevor es dann nach Korea geht. Irgendwas, um ein bisschen runterzukommen, weil in Korea beginnt dann wieder der nächste große Grind. Und ich wünsche euch allen eine wundervolle gute Nacht und einen guten Start in Donnerstag. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Macht euch eine wunderschöne gute Nacht. Wir hören uns. Ciao.